So, erstmal hallo, willkommen zum heutigen Livestream von Path of Exile für die Solo Burst. Leider bin ich jetzt schon etwas spät dran. So, dass gleich starten werde, um hoffentlich noch ein bisschen einfach dort noch ein paar Punkte zu machen. Heard the dark rumors, seen the terror in the other exiles' eyes. Wir haben jetzt, glaube ich, noch so knapp 10 Minuten, um in die Punkte zu kommen. Und ja, ich hoffe, dass das noch ein bisschen reicht und dass uns das Ganze dann noch soweit gelingt, wenigstens noch einen Punkt zu erreichen, wobei es ja bei den bisher immer sehr knapp war. Und das ist genau genommen gilt, keine Zeit zu verlieren. So, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. Genau, für Level, okay, Level 5 gibt es 2 Punkte. Naja, dann mal los. Gut. Der Livestream ist jetzt auch gestartet, weil es lief jetzt gerade nur die Aufnahme. Und ja, ich starte jetzt gerade mittendrin in den ersten Live-Event, wo es gilt, Level 5 zu erreichen, um zumindest die 2 Punkte zu bekommen, die notwendig sind, um eben einfach Belohnungspunkte für den Event zu bekommen. Und das heißt, in weniger als ja, 8 Minuten eigentlich auf Level 5 zu kommen. Schauen wir mal, ob das jetzt zum ersten Mal noch gelingt. Bisher war es so, dass ich meistens beim dritten Anlauf, also im dritten von den 12 Minuten, noch geschafft habe. I need more mana. So, die ersten haben bereits Level 4 erreicht. So, als erstes gilt es natürlich wieder Hillock auszuschalten, um dann in die nächste Stufe zu kommen. Ja. Hier handelt es sich wieder um eines der Events, in dem im Falle eines Todes wieder auch keine Belohnungspunkte sind. Es dauert ohnehin noch einige Zeit, um überhaupt Level 5 zu erreichen. Das heißt, es sind noch 4 Level vor uns, die innerhalb von 7 Minuten circa erreicht werden müssten. Fine work with Hillock. Ich denke, beim zweiten Durchgang wird es ein bisschen ruhiger, zumindest in der Hinsicht, dass ich dann vorbereitet bin, weil ich jetzt leider schon etwas zu spät überhaupt in das Spiel rein bin. Und 2 Minuten sind da schon sehr kritisch an Zeit, die fehlen. The very sand shivers with malice. There's a power here that darkens me. Hier sind im Endeffekt erstmal wieder die Mana-Verstärkung, also im Endeffekt die schnellere Regeneration für Mana.
sind gleich wieder entsprechend größere Gegnerhorden, die aber entsprechend auch gefährlich sind, die mich ziemlich schnell ausschalten können. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Mana mehr. So, die Schwierigkeit ist, schnell genug weiterzukommen, aber trotzdem genug Erfahrungspunkte zu sammeln. Wie ich schon kurz reingeschrieben habe bei Twitter, werde ich heute Nachmittag noch ein bisschen bei Wildstar streamen, weil, soweit ich es richtig gelesen habe, wird das Wochenende heute um einen Tag verlängert. Das heißt, es geht im Endeffekt noch bis morgen früh. Und das ist, soweit ich weiß, das vorletzte Wildstar Open Beta Wochenende, Closed Beta Wochenende. Deswegen ich da auch die Gelegenheit nutzen möchte, einfach dort noch ein bisschen was zu zeigen und mit anderen zu teilen. Ja. Okay, in 2 Minuten sind wir schon wieder zu Ende. Was klappt hier gerade mit dem Vieh? Wie gesagt, es ist ziemlich knapp, überhaupt das bis zum 5. Level zu kommen in der kurzen Zeit. Zumindest für mich bisher noch. Level 7 haben gerade einige erreicht. Wir sind schon. Ja. I need more mana. Nur noch 60 Sekunden. Ja, für das erste Mal klappt es jetzt noch nicht, aber es sind ja noch ein paar Minuten Vorbereitung, bis dann die nächste Runde startet. Okay, 30 Sekunden. Der Fatted Pool ist im Endeffekt insoweit sehr gefährlich, weil diese Rammer doch zu viel. Okay, das war's schon. Gut, dann geht es nachher weiter in wenigen Minuten mit dem nächsten Event.
zurück zur Character Selection. Ja, mal gucken. So. Swim straight to the shore. Stay together and look for others who can help you. You're not the first exiles and you won't be the last. So, wie gehabt spiele ich weiterhin die Witch. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I'm banished to Rayclast. I've heard the dark rumors. Jetzt ist noch etwas Zeit für mögliche Vorbereitungen. So. Werde ich jetzt den Chat mal noch so legen, dass ich ihn auch während des Spiels zumindest einen Blick drauf werfen kann. Falls irgendwelche Fragen sind oder ihr irgendwas mitteilen wollt. So. Ich bin mal gespannt, nachdem ich jetzt eine Woche keine Zeit hatte zu spielen. Ob es heute noch gelingt, einen von den 12er-Events so weit zu nutzen, dass wirklich noch Erfahrungspunkte möglich sind. Also schaue ich nochmal kurz nach. Die, also wie gesagt, die zwei Reward Points gibt es eben ab Level 5. Und natürlich, dass man am Leben bleibt. Und okay, die anderen sind wieder nur die First Players, die im Endeffekt bestimmte, die eine Region, den Fertig Pool, wo wir gerade noch drin waren, clearen, beziehungsweise dann eben bestimmte Missionen erfüllen, wie die Medicine Chest zu holen, Fairgrave, Diebdwelle und Brutus. Gut, wie gesagt, es bleibt dabei, das Ziel ist wenigstens die zwei Reward Points zu bekommen und es ist auf jeden Fall möglich, definitiv. So. Okay, wir haben zumindest Rang. ...579 erreicht, auch wenn es natürlich nicht für Punkte gereicht hat. Wie viel Zeit bleibt jetzt noch? Okay, 4 Minuten sind es knapp noch, bis es mit dem nächsten Event losgeht. Ich noch mal kurz umschalten auf die Browserinformationen. Also im Endeffekt hier ist eben in der kurzen Zeit nur noch bis zu Level 3 gekommen und Rang 579 erreicht. Aber immerhin, für einen kurzen, schnellen Einstieg erstmal zum Warmwerden reicht das ganz gut aus. Okay, 3 Minuten.
Genau, mal noch die kurzen Vorbereitungen machen, weil hiermit dann zu laufen und das Inventar im Endeffekt alles so zu optimieren, dass ich schnell rankomme und auch die Mana-Aktualisierung im Endeffekt auf die 3 zu legen, einfach um alles schneller zu erreichen und dann bis Level 5 vorzustürmen hoffentlich. Insgesamt geht die Season gar nicht mal so lange, weil der letzte ist der 11. Mai. Das heißt also knapp noch 3 Wochen geht die Season. Und interessant dafür ist die Challenges, die man dafür erreichen kann. Okay, das sind die allgemeinen Achievements, die anderen sind jetzt hier nicht sichtbar, weil die nur in den anderen beiden Leaks erreichbar sind, aber jetzt geht's dann erstmal los, um in der aktuellen Season noch ein paar Punkte zu ergattern und ja, Belohnungen abzugreifen. Schauen wir mal. Sekunden. Fireball kennen und dann gleich auf dem Weg zu Hillock, damit es möglichst schnell weitergeht. Naja, so ganz lassen kann ich es dann doch immer wieder nicht, noch so ein paar Monster anzugreifen. I need more mana. Und da vorne kommt dann schon Hillock. Da ist er. Bei 50% zieht er gleich sein Schwert. Okay, da haben wir zumindest schöne Sachen mitbekommen, weil... Okay, jetzt kann ich die nicht tragen, muss ich noch ein Level aufsteigen. Und Life-Regeneration, sehr schön. So, jetzt kriegen wir noch den Freezing Pulse als Belohnung, wobei es wahrscheinlich fast fraglich ist, ob es sich überhaupt lohnt, den einzusammeln. Also gleich weiter starten. The very sand shivers with malice. There's a power here that welcomes me. Das Entscheidende ist im Endeffekt, dass die Mana so weit reicht, dass ich kontinuierlich
immer genug bekomme, um dass die Flaschen wieder aufgefüllt werden. Weil es ist immer blöd, wenn ich dann natürlich den Fireball nicht einsetzen kann. So, dadurch, dass ich jetzt schon wieder ein Level höher bin, sieht man sofort, dass die Experience natürlich deutlich abgenommen hat im Verhältnis zu dem Fortschritten, die ich für das nächste Level brauche. Ich werde jetzt erstmal die Mana Refresh hochsetzen. Und ja, dann versuchen gleich in die nächste Zone zu kommen. Auch wenn es eben immer ein bisschen gefährlich ist, weil es natürlich auch in der Form, wie die Monster stärker sind, auch wiederum bedeutet, dass ich natürlich leichter sterben kann. Umgekehrt fehlt mir aber die Zeit sonst, die ich dann zu langsam auflevel. Zumindest auf jeden Fall mal die Boots endlich einsetzen und den anderen Spellgame. Okay, damit haben wir bereits Level 3 erreicht. Fehlen nur noch 2 und wir haben etwa knapp Halbzeit. Wird es aber langsam Zeit, in die nächste Gegend zu gehen. Ich werde jetzt gleich den Damage hochsetzen. Na, komm weiter. Okay, da haben wir jetzt die Feuerfury. Um die werde ich mich jetzt nicht kümmern, weil mir das einfach zu lange dauert. Wir werden schauen, dass ich in die nächste Gegend komme. Okay. Hier lang geht es nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen riskant, da wieder rauszukommen. Weil die Feuerfuhr sich in dem Umfang nicht lohnt, was sie halt einfach an Zeit braucht. Umgekehrt brauche ich natürlich einiges an Zeit, um natürlich weiterzulaufen. Aber die Möglichkeit in der nächsten Zone im Endeffekt besser und schneller Experience zu bekommen, ist einfach entscheidender an der Stelle. So. Die bringen. Okay, über 10%. Das ist sehr schön. I need more mana. Das heißt, wenn ich die zumindest schaffe, dann sollten wir schon ziemlich nah am nächsten Level sein. Scare Master, Shaman West.
So, das ist jetzt kurz vor Level 4. Und wir haben noch 4 Minuten. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Level. Ich werde jetzt gleich nochmal die Damage hochsetzen. Und dann versuchen in die... Ja, jetzt ist immer die Frage, wo ist jetzt der nächste? Weil das Blödeste ist natürlich dieses Rumlaufen und keine Monster zu haben. Okay, da kommen jetzt mehr als genug. Du hast jetzt wieder das Problem ist, wenn das hier leckt. Und die Monster haben natürlich nicht ausreichen, um noch aufs nächste Level zu kommen. Okay. 3 Minuten. So, und es fehlen noch 80%. Das heißt, ich gehe jetzt in die Mutflats wieder rein. Den Fated Pool und hoffe, dass ich da jetzt genug Monster finde, um den Rest für das Level noch zu schaffen, ohne dass sie mich gleich umlaufen. Okay, hier klingt irgendwo, dass es nach einem, dass es hier einen Schrein gibt, der insoweit hilfreich ist, um die Monster zu erledigen, auf der anderen Seite natürlich aber auch riskant ist, den erstmal zu bekommen. Weil bevor ich den Zusatz nicht habe, wirkt er natürlich gegen mich. So, dann laufen wir jetzt gleich mal rein und holen den. Ja. Jetzt bekomme ich den Zusatz. Doch, jetzt habe ich ihn. Okay, wir sind dicht dran. Noch 1,5 Minuten. Das sollte zu machen sein. Kommt schon. Okay. Okay, das war Level 5. Somit sind aktuell, vorausgesetzt, ich sterbe jetzt hier drin nicht, die Möglichkeit gegeben, 2 Punkte zu bekommen. Und im Endeffekt damit werde ich es hier an der Stelle auch bewenden lassen. Weil ich glaube nicht, dass der Fated Pool, mal gucken, ob der Fated Pool schon geklärt wurde, aber im Endeffekt in der kurzen Zeit, in den 30 Sekunden, die jetzt noch verbleiben. Okay, genau, der ist ohnehin schon geklärt worden. Na komm, bleib hier. Genau, also hier stand, dass der Fated Pool ohnehin schon von jemand anders geleert wurde. Und entsprechend es keinen Bonus nutzen und keine Punkte mehr bringen würde, den wirklich zu leeren. Kann ich noch die Mana oder irgendwas noch erreichen? Und 10 Sekunden. Okay, das war entspannt ist anders, aber es hat geklappt. League is finished, wir sind noch am Leben und das genügt. So, das war jetzt unsere 12 Minuten Solo Burst. Und auf in das dritte Event. Attention, prisoners! Your crimes against Oriath, you have been exiled to the Forsaken Continent of Rayclass. Wäre natürlich schön, das nochmal zu wiederholen. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children.
Now I'm banished to Rayclast. I've heard the dark. So, jetzt sind natürlich wieder noch ein paar Minuten Zeit, in der ich nochmal kurz nachschauen kann, in welchen Platz wir erreicht haben. Mach mal den Browser wieder dazu. So. Genau, bisher 69 Reward Points. Unsere Belohnung steht schon drin. Also 2 Reward Points für das Erreichen von Level 5 und damit Rang 474 innerhalb des Events. Und aktuell jetzt auf einem Season Ranking von 1300. Es fehlen aktuell noch 11 Punkte für die nächste Season Belohnung. Den Prismatic. Muss ich noch ein bisschen runterscrollen. Okay, es handelt sich hier jedenfalls um. Ja, um was eigentlich? Ein One-Handed Sword. Okay, das verwende ich sowieso nicht, da die Witch normalerweise nicht mit einem Schwert unterwegs ist. Im Endeffekt, der Ring ist schon ganz schön. Bin ich mal gespannt, wann ich den verwende. Level 45. Ich habe noch gar keinen Charakter mit Level 45. Ich glaube, ich bin jetzt bei 38 oder 36. Müsste ich mal nochmal nachschauen. Genau, Level 36 sind im Endeffekt mein Ambush League, mit dem ich auch versuche, noch die Ziele für die aktuelle League zu erreichen. Und ja, schauen wir mal. Ob noch 2 weitere Punkte möglich sind. Und dann auf jeden Fall noch die 80 Punkte innerhalb dieser Season zu erreichen. Nicht vergessen, um 40 geht das nächste Event los. So, gleich nachschauen. So. Also in 5 Minuten startet der nächste Event. Dadurch, dass die Events natürlich alle Hardcore-Leaks sind, ist das auch immer das Reizvollste an der Stelle, dass sie einiges an Aufregung mit sich bringen. Weil normalerweise spiele ich halt keinen Hardcore-Charakter, weil es einfach viel entspannter ist, auch nicht jedes Mal einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn die Lebenskraft nahe Null sinkt. Und trotzdem in dieser kurzen Zeit einfach das anzuschauen, ist ja trotzdem sehr reizvoll. Für sich ein paar Minuten diesen Adrenalinrausch hinzugeben. Naja, nicht vergessen, die Vorbereitungen. Um einfach die Mausbewegung und so weiter zu optimieren. Und das alles zu verkürzen. So, noch 3 Minuten wieder. Ach ja, genau. Nicht im Browser das Spiel.
Okay, 2 Minuten to go. Schauen wir mal, ob es nochmal so genauso gelingt wie gerade eben schon. The dead will soon rise for me, not against me. So, als erstes wie immer zu Hillock. Und der nicht gleich da vorne kommt. Dieses Mal sind die Mobs ziemlich dicht an Hillock dran, das heißt, die brauche ich auf jeden Fall noch zu beseitigen. Choral-Amulett. Das war auch wieder erst mit Level 2, aber dafür mit 2,8 Lebensregeneration. So. Fine work with Hillock. Jetzt kommt wieder der Freezing-Puls, den ich mit dazu nehme, den ich aber aktuell nicht nutzen kann, weil ich gar keinen blauen Platz habe. Also gleich wieder weiter. The very sand shivers with malice. There's a power here that welcomes me. Im Endeffekt ist es ziemlich wichtig und nützlich, den Fireball möglichst in Gruppen zu haben, dass zumindest 2 Mobs getroffen werden. Ist echt unglaublich, wenn dann immer noch, während die Mobs eigentlich schon tot sind, sozusagen noch Treffer auftauchen. And I thought I'd be a dead woman by now. So, als erstes wird die Mana-Regeneration verstärken. So. Ah ja. Oh, da ist jetzt schon wieder die Fire Fury. Da wollte ich jetzt. Werde ich jetzt gerade mal noch den Lebensregeneration einsetzen.
Und diesmal geht es jetzt ziemlich schnell. So, dann machen wir die jetzt noch fertig. Okay, Chainmail West rastet zwar, das ist so uninteressant, das Schild nehmen wir noch mit. Kann ich gleich den Gem einsetzen. Okay, besseres Energieschild. Jetzt wird es aber langsam zügig weiterzulaufen. Okay, und da ist eine Wahl-Area. Da ich die aber in der kurzen Zeit nicht knacken kann und die Monster da drin normalerweise deutlich stärker sind, kann ich die jetzt nicht nutzen. I need more mana. Hier gilt es jetzt erstmal die Monsterhorden noch zu nutzen und dann jetzt gleich weiter. Und jetzt ist zwar fast das dritte Level schon erreicht, aber es dauert halt noch eine ganze Weile. Auch die anderen zwei Levelaufstiege noch zu haben. So, jetzt ist natürlich das, ist eine schöne große Gruppe. Da sollte es möglich sein, einige auf einmal zu erwischen. Okay, damit haben wir bereits das nächste Level erreicht. Aber noch sind wir nicht am Ziel. So, nochmal Spell Damage wieder erhöhen. Sind nur noch 6,5 Minuten und es sind noch über zwei Level zu schaffen. Hier hatten wir vorhin Glück, weil hier ein paar blaue Monster aufgetaucht sind. Und zwar von genau diesem Zombie-ähnlichen. Und die dann jeweils fast 10% zum Levelaufstieg beigetragen haben. Diese hier haben jetzt gerade mal 5%. So, jetzt sind noch mal kleinere Gruppen. So. Okay, dann werde ich versuchen gleich reinzugehen und hoffen, dass da drin genug Monster sind, um die anderthalb Level etwa noch zu schaffen. Schwierigkeit ist im Endeffekt, wenn ich hier ziemlich schnell dem Necromancer begegne, der im Endeffekt diese Knochendinger wiederbelebt und dann die Knochen halt keinen XP-Boost mehr geben, also keine XP-Punkte mehr ermöglichen, dann ist das sehr nachteilig und sehr zeitaufreibend. Okay, so noch ein Level und es sind noch 4,5 Minuten. Wenn hier drin genug Monster sind, um den Levelaufstieg zu schaffen, dann sollte das möglich sein. I need more mana. So, ich werde jetzt mal den nochmal verstärken. Und natürlich den Mana-Trank. So, da hinten wird jetzt gleich der Necromancer sein, der die wiederbeleben kann. Okay, gilt jetzt natürlich auch noch zu überleben. So, Fireball ist jetzt nochmal aufgestiegen.
So, jetzt muss ich schauen. Das ist mit Sicherheit hier hinten irgendwo. So, das heißt jetzt den... Okay, dieses Springen ist natürlich sehr abträglich. Okay, jetzt belebt er die anderen Dinger auch alle wieder. Das ist ziemlich schlecht. Ja. Jetzt ist natürlich das Problem, so, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Und aktuell sind es vor allen Dingen wiederbelebte Monster. Das heißt, zurück nach Lionel's Watch und dann sofort zurück zu dem anderen Pool. Weil sonst ist es zeitlich einfach nicht mehr machbar. Weil ich brauche noch ein halbes, ja, nur 50%. 2 Minuten to go. So, dann mal schnell weiter und irgendwelche Monster finden, die noch Experience geben. Okay, da sind noch blaue, die geben hoffentlich noch deutlich mehr. So. I need more mana. Okay, wir haben noch 1 Minute. 1 Minute. Und es sind noch... nur noch 1, 2 Monster. Okay. Geschafft. So, Level 5 ist erreicht. Das heißt, das Ziel für dieses Event ist wiederum geschafft. Jetzt warte ich natürlich den einen noch ab. Also die 1 Minute noch. Damit ich dann noch mal kurz schauen kann, welches Ranking wir erreicht haben. Also, welche. So, schauen wir mal. Okay. Okay. 10 Sekunden, gleich ist die League wieder vorbei. Ah, ist schon vorbei, okay. Die 10 Sekunden sind schon um. Gut. Dann reicht es erstmal an der Stelle. So. Noch einen letzten Blick auf den Browser, um zu schauen, ob die 2 Punkte schon da sind. Okay, noch sind sie nicht da. 13.03. Okay, jetzt sind sie schon angezeigt. Also für das C-Event haben wir an allen 3 mitgespielt und auch bis zum Ende überlebt, immerhin. Weil wenn ich nicht überlebt hätte, dann wäre auch das hier schon gestrichen. Das heißt, dann würde es nicht mal erscheinen, dass ich überhaupt mitgespielt habe. Wir sind jetzt zwar etwas weniger im Ranking, aber die 2 Punkte sind uns natürlich trotzdem sicher.
Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich werde heute Nachmittag wahrscheinlich so gegen 16 oder 18 Uhr anfangen, dann noch ein bisschen Wildstar zu streamen. Und wir sehen uns bis später dann. Tschüss!